Leute, Respawn hat soeben einen Patch rausgeballert. Auf der PS5 waren es nicht ganz 300 MB und beseitigt einige Bugs, darunter einen ziemlich belastenden Bug für den Battle Pass und ein bisschen mehr, gehe ich gleich drauf ein. Nur ganz kurz, wer genauso gehypt auf, wie ich ist auf XDefiant und den Release. Ich habe heute schon ein Video rausgeballert und da geht ein Datum herum, was ziemlich safe zu sein scheint, weil sämtliche Plattformen darüber berichten und nur dieses eine Datum nennen. Wer also gehypt ist und das Video noch nicht gesehen hat und es unbedingt wissen will, sollte auf jeden Fall das Video von heute noch sehen. Und wir fangen jetzt direkt mal mit den Patch Notes an und ich blende auch noch dieses Bild ein, denn das hat indirekt mit den Patch Notes ebenfalls ein bisschen was zu tun. Zum einen wurde der Schaden reduziert für das gerade bestehende Event, diese Rev-Granaten, da musst du wohl 1000 Damage machen und bekommst dann eine bestimmte Belohnung und dieser Schaden wurde von 1000 auf 500 gesenkt. Grund dafür ist, das hat eine Weile lang gar nicht erst gezählt, um die Herausforderung noch schaffen zu können, wurde der Schaden gesenkt, da wir nur noch ein paar Tage dieses Event haben. Dann wurde eine Korrektur für die Switch vorgenommen, irgendwelche Grafikleistungsprobleme gab es da. Der absolut heftig belastende Bug, da haben mich viele Nachrichten erreicht, sowohl unter meinen Videos, auch auf Instagram und so weiter und so fort. Es gab ein Problem mit dem Battle Pass. Wenn du den Battle Pass nicht gekauft hast, hast du ihn erstmal so ein bisschen durchgegrindet und hast dann gemerkt, Mensch, ich bin so weit, okay, ich würde mir jetzt doch kaufen. Das ging einfach nicht. Irgendwie war da was verbacken, du konntest einfach den Battle Pass nicht upgraden. Und das soll mit dem Patch jetzt behoben worden sein. Wie gesagt, der Patch ist nicht sehr groß. Und es gibt eine Korrektur für PC-Grafiken im Zusammenhang mit der Einstellung dynamisches Streaming-Budget. Was genau das bedeutet, kann ich euch leider nicht beantworten. Das sind alle Patch-Notes für heute. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Video. Wünsche euch morgen einen schönen Feiertag. Und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream oder wo auch immer. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.